Moin HSV-Fans, heute sind wir beide hier. Ich bin mit Mo, dem Allrounder unserer Mannschaft, da. Heute stelle ich ihm ein paar Fragen. Hoffentlich sind aber auch ein paar dabei, die ihn irgendwie in die Bredouille bringen. Und dann fangen wir, würde ich sagen, an mit der ersten Frage. Einfach erstmal. Welchen Sport verfolgst du außer Fußball? Ja, eigentlich grundsätzlich ein bisschen Tennis, aber das eher so nebenbei. Hauptsächlich eigentlich NBA. Einfach wenn es mal um 21.30 Uhr läuft, zu einer Zeit, die man dann nochmal schauen kann, dann gucke ich da schon am Weil Sonntag meistens. Training nächsten Tag ist, ne? Ja, Training ist ja meistens dann morgens. Das passt dann nicht so mit der NBA, aber ja, wenn es dann mal passt, dann gucke ich mir schon mal ein Spiel an. Hast du da einen Lieblingsspieler? Außer Carmelo Anthony? Ja, Carmelo Anthony ist sicherlich einer der Spieler, der mir am meisten gefällt, sage ich mal. Steph Curry ist, glaube ich, auch ein richtig geiler Spieler, macht mir richtig Spaß, ihm zuzusehen. Aber ja, ansonsten gibt es natürlich Wahnsinnsspieler wie LeBron James, der sicherlich auch übertrieben gut ist. Von daher kann man da sicherlich einige aufzählen. Wie findest du den Spruch, keine Feier ohne Heier? Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal öfter gehört. Grundsätzlich finde ich den Spruch ganz lustig. Ja, freut mich, wenn man ihn sagt, aber ja, jetzt lege ich da jetzt auch nicht so viel Wert drauf, dass eine Feier kann halt auch ohne mich stattfinden, hat man, glaube ich, jetzt gesehen. Also von daher, ja, lege ich da nicht so viel Wert drauf. Aber macht mehr Spaß, wenn du dabei bist. Wenn du das sagst, dann wird es. Ich sag das. Finde ich auf jeden Fall. Woher kommt dein Torjubel? Ja, von Carmelo Anthony. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erklärt, sage ich mal, dass er nach einem wichtigen Dreier dann oft mal den Jubel macht. Und da saßen wir mit ein paar Freunden zusammen und haben gesagt, okay, wenn ich mal ein Tor schießen sollte, dann sollte ich den bitte machen. Und ja, das habe ich dann so eingehalten, haben die Jungs sich gefreut. Und ja, ich habe mich dann auch ein bisschen gefreut, also von daher. Mach den sonst noch mal für die Zuschauer. Schauen, ob ich hier eine rote irgendwo habe. Nee. Gibt keine. Was war dein allererster Berufswunsch? Boah, von klein auf hatte man, glaube ich, immer so ein bisschen den Traum, Profifußballer zu werden. Ja, dass das jetzt geklappt hat, ist natürlich extrem erfreulich. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, früher auch mal gesagt, ich möchte gerne Polizist werden. Ob ich das jetzt noch gerne werden würde, glaube ich eher nicht. Aber ja, das war vielleicht einmal so ein Kindheitstraum, sage ich mal, neben dem Fußballberuf. Nutella mit oder ohne Butter? Ganz klar ohne Butter. Also ich verstehe die Leute nicht, die mit Butter essen, aber ja, also für mich ganz klar ohne Butter. Wie kannst du auf deiner Position so viele Tore schießen? Ja, ich habe ja teilweise im Mittelfeld gespielt, da ist man dann vielleicht schon ein bisschen offensiver dabei, hat vielleicht die ein oder andere Szene. Ja, und bei Standards bin ich halt auch relativ oft vorne und so komme ich halt in diese Situation, dass ich mal auch aufs Tor schießen kann. Und ja, wieso das jetzt im Moment so gut klappt oder so gut geklappt hat bisher, ist vielleicht auch ein bisschen Glück einfach dabei. Und das glaube ich nicht. Natürlich nicht. So, die nächste Frage lautet, was hilft dir beim Entspannen? Was hilft mir beim Entspannen, ja. Ja, grundsätzlich einfach ein bisschen Musik, dann vielleicht noch ein kleines Bierchen nach dem Spiel, dann kommt ein bisschen ganz gut bis zum Runterkommen. Ja, aber sonst versuche ich einfach relativ viel zu schlafen, beziehungsweise ein bisschen Musik zu hören, um einfach ein bisschen runterzukommen. Ja, das war's eigentlich. Oh, wie alt warst du bei deinem ersten Kuss? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wie alt war ich da? Ich würde mir jetzt so pauschal sagen 12, aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht 12, ich kann es gar nicht sagen, also müsste ich jetzt lügen. Das sind aber viele Fragen bei dir. Welche Position kannst du eigentlich nicht spielen? Ja, Torwart würde ich sagen. Also Torwart ist dann vielleicht die Position, auf der ich mich am wenigsten sehe, beziehungsweise gar nicht sehe. Auch wenn der ein oder andere schon mal gesagt hat, dass man es mal ausprobieren sollte, aber ja, da sehe ich mich dann nicht so auf der Position. Rote zum Schluss oder jetzt? Was willst du? Nee, zum Schluss. Zum Schluss, ja. Hast du ein Tattoo? Wenn ja, welches? Ja, ich hab mehrere. Also ich habe ein Kreuz an der Wade, dann habe ich am rechten Oberarm die Geburtsdaten meiner Eltern, Rosen, ja, ein Kreuz.
Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee, das war es so im Groben und Ganzen. Also. Hier hin? Ja, habe ich kurz von Eltern und Rosen. Da sind Rosen. Und außen, ja, ein Kreuz und Rosen. Ja, eigentlich viele Rosen und zwei Kreuze. Rosenkavalier. Wer ist eigentlich Marcinho 29, mit dem du bei Insta immer schreibst? Na, ich schreibe jetzt nicht nur bei Insta mit ihm, also ich habe auch seine WhatsApp-Nummer. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Ja, wir haben uns damals in Lotte kennengelernt, haben in Lotte zusammengespielt. Da hat sich dann so eine Freundschaft halt gebildet, jetzt wo ich wieder. Er kommt ja aus der Nähe von Hamburg. Ich bin jetzt nach Hamburg gewechselt, deswegen hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass man schon mal wieder öfter dann was gemacht hat. Ja, wir treffen uns dann doch relativ oft, hängen dann ein bisschen rum, gucken Fußball, gucken NBA, alles Mögliche. Ja, und er heißt Mats Fackland, für die, die es nicht wissen, aber ich weiß auch nicht, weiß ich, von wem die Frage ist? Nee, steht nicht da. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Freund von mir. Nee, steht nicht da. Moin, liebe HSV-Fans, vielen Dank für eure schönen Fragen. Hat mich sehr gefreut, diese beantworten zu können. Heute gibt es zu verlosen einen Ball mit Originalunterschriften von uns, von der ganzen Mannschaft und einen Magenta TV-Stick. Ich wünsche euch viel Glück. Lieben Gruß, euer Mo.